Seid gegrüßt, Gaming, für eine weitere Folge von Marvel Spider-Man. Hier ist euer Don. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach, unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig, was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Das ist eine gute Frage. Und das war es auch schon mal. Willkommen zurück für eine weitere Folge. Und zwar geht es hier um die Mission Kunstwerke nicht anfassen, wo wir auch jemanden treffen werden, der Peter sehr am Herzen liegt. Yuri hat unauffällig gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Egal, was du nimmst. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Okay. So, jetzt haben wir noch hier ein kleines weiteres Tutorial. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Okay, also L2 halten. Okay, so diese Taktik funktioniert auch. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Bei den Baustellen. Ich hoffe, die Typen wollen sich nicht Kingpins Revier unter den Nagel reißen. Ich hatte auf ein ruhiges Wochenende gehofft. Ja, das hoffen wir alle. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Oh, Vorsicht! Du bist jetzt mal ruhig. Okay, das wäre auch gemacht. Da kommt jemand. Jemand ist. Wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Okay, so diese zwei sehen sich, dann können wir hier nichts tun. Außer wir lenken ihn ab.
Okay, also auch dieses Tutorial ist gut für die Baustellen. Und auch die kommenden Baustellen, die noch von den maskierten Typen kommen. Okay. So, runter mit dir. Hey, was ist das? Was wagt das Maul sein? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Tada. Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Was für ein Schlamm. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Ja, das Leben mit einem Superhelden, hm? Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Ja, das hat was, MJ. Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Das sind alles nur Ausreden. MJ, tu es.
Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Okay, so genug. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Nifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Warten Sie hier bitte! Oh, Moment! Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten.
Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Soll ich es probieren? Aha. Natürlich, Craig. Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Aha. Natürlich, Craig. Okay. Aha. Natürlich, Craig. Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Da ist wohl die künstliche Intelligenz kaputt gegangen, ne? Natürlich, Craig. Okay. So, das ist unsere Chance. Ich glaube Ihnen nicht. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Er hält etwas in der Hand. Okay, so wir haben eine Hand nach oben, eine Hand nach unten. Okay. Zu Fisk ist sie sicher netter. Oh mein Gott, was habe ich hier noch verpasst?
Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay, so, ich hoffe, das war's. Vielleicht lässt sich das bewegen. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Ja, dieser Teil sollten wir hier sehen. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Und das sollte... Die habe ich schon mal gesehen. Dieses Teil hier sein. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Sehr, sehr charmant. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Shindong! Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Das war's. Noch nicht. Muss leise sein. Immer mit der Ruhe, Pete. So, minus eins.
immer sagte. Wow, Fisk hatte viele Sachen. Okay, alles klar. Ein Raum nach dem anderen. Erst die hier, bevor ich weitermache. Bitte, tun Sie mir nichts. Wo ist... Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich sag Ihnen, es war die Reporterin. Sie muss sie genommen haben. Bitte, Sie müssen mir glauben. Bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Du bist wertlos. Nun ist auch deine Zeit gekommen. Das waren alle. Nein, lassen Sie mich gehen! MJ. Und jetzt gibt's Prügel. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das... Okay, der Oberbocker. Tägliches Ausdauertraining absolviert.
Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Yep. Zeit zu gehen. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavius' Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine... Im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Richtig. Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Okay, so, das war es auch schon für Kunstwerke nicht anfassen. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist er nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Betthof-Fall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ja, ein ganz normales Superheldenleben. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen.
Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald. Okay, und so das war es nun auch für diese Folge.